Kameraden. 20 Jahre ist es nun her, dass unsere Heimat Alamigo von galäischen Truppen besetzt wurde. Wir waren ein leichtes Opfer, unsere Kräfte geschwächt und die Stadt nach dem Sturz von Theoderik im Chaos versunken. Kaum war die Schreckensherrschaft des alten Despoten beendet, hat sie einem noch schlimmeren Übel Platz gemacht. Der Unterdrückung durch die Galea. Kein Tag ist seit der Flucht vergangen, an dem ich nicht an meine verlorene Heimat und meine zurückgelassenen Gefährten denken musste. Ich bin sicher, dass es euch genauso geht. Ich will, dass ihr es euch vergegenwärtigt. Inmitten hoher Berge blitzt eine Reihe von eisernen Festungen. Sie wurden von unseren Brüdern und Schwestern in Zwangsarbeit erbaut, deren Blut und Schweiß die Erde tränkten. Wer stark war, wurde in die kaiserliche Armee eingezogen und in die Fremde geschickt, um dort zu sterben. Wer stolz war und sich widersetzte, wurde grausam getötet. Wer aber schwach war und weder die Kraft zur Flucht noch zur Auflehnung aufbrachte, der musste jeglicher Würde beraubt ein Leben im Elend fristen. Gaius van Belsar, der verhasste Feldherr der 14. Legion, ist tot. Aber sein Nachfolger ist noch weit schlimmer. Wir können unsere Zeit nicht mehr damit verschwenden, auf die Hilfe der anderen eoseischen Staaten zu warten. Ihre Versprechen sind nichts als Lippenbekenntnisse. Einen Krieg, bei dem es für sie nichts zu gewinnen gibt, wollen sie nicht führen. Wir müssen unsere Freunde jetzt sofort vom Joch der Unterdrückung befreien. Wir müssen uns gegen die Tyrannen auflehnen. Die Stunde der Revolution ist gekommen! Bereit ist, an meiner Seite zu kämpfen, der erhebe seine Stimme. Die Stärke zum Sieg ist unser. Dafür habe ich gesorgt. Bald werden auf dem Hochland von Gyrabania wieder die Fahnen von Alamigo wehen. Die Stärke zum Sieg ist unser. Ich hatte also recht mit meinem Verdacht. Die beiden kenne ich doch. Ich glaub's nicht. Was machen die beiden hier? Ida, Papa Limo, ihr seid wohl auf. Das nenne ich eine Überraschung. Ich hätte nie gedacht, euch ausgerechnet hier anzutreffen. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Im Lager warten kann... Der Ort für ein Wiedersehen könnte kaum ungünstiger sein. Lass uns woanders hingehen. Auch für sie kämpfen. Auf, Freunde. Wenn nur unser Wille stark ist, dann werden wir auch siegen.